Hallöchen und willkommen zurück zu Weepwatch, der Show, bei der ich über Anime rede. Heute mal wieder mit ein paar sehr spicy Meinungen, aber wir gehen es erstmal locker an mit der ersten Hälfte von Haikyuu to the Top. So locker, dass ich leider absolut nichts Neues dazu zu erzählen habe. Es ist einfach mehr Haikyuu und genauso gut wie immer. Ich wollte es hier eigentlich auch gar nicht erwähnen deshalb, aber das ist eine ganz gute Einleitung für was anderes, nämlich Harukana Receive. Einer meiner ersten Kommentare damals, als ich das erste Mal Haikyuu geguckt habe, war, dass ich das echt gern mit einer Frauenmannschaft sehen würde. Warum hat mir keiner gesagt, dass es das schon gibt? Sogar am Strand. Ich weiß schon, was sich jetzt alle denken und ich dachte es auch, doch es gibt hier überraschend wenig edgy Momente. Es ist trotzdem sehr nett mit anzusehen, aber der Sport steht im Vordergrund und das finde ich gut. Nicht ganz so gut finde ich, wie sentimental das hier manchmal wird. Ich verstehe ja, dass die Story durch irgendwas angetrieben werden muss, aber das ist für gewöhnlich nicht der Gesichtsausdruck, den man haben sollte, nachdem man gerade gewonnen hat. Die späteren Folgen sind tatsächlich etwas ernster und auch so gut wie gar nicht mehr witzig, daher hat es leider nur für eine 7 gereicht. Was immer noch gut ist, also kann man sich auf jeden Fall geben. Nun zu was völlig anderem, Magical Girl Sight. Dieser Anime hält bei mir aktuell den Award für die mit Abstand am schwersten mit anzusehende erste Folge ever. Die Leute meinen ja, der Anfang von Redo of Healer wäre schlimm gewesen, aber das hier? Hier muss selbst ich mal sagen, das war f***ed up. Aber gut, ich hab's mir selbst so ausgesucht. Also, Magical Girl Sight ist eine Internetseite, auf die Protagonistin Aya stößt, nachdem klar und deutlich gezeigt wurde, dass ihr Leben nicht ganz so toll läuft. Nein, im Ernst, das ist einfach nur geisteskrank. Ich überlege schon seit längerem, ob ich nicht das Wort Review aus dem Titel rausnehmen soll und durch Talk ersetze oder sowas, weil von Anfang an habe ich gesagt, dass ich alles spoilerfrei halten möchte, da Weepwatch in erster Linie eine Art Tagebuch sein soll, bei dem ich über meine Erfahrungen spreche und dabei eher unbekanntere Animes showcase, aus einer sehr casualen Perspektive. Wenn es ein richtiges Review wäre, würde ich gerade bei sowas hier viel detaillierter auf einige Szenen eingehen. Ist eigentlich schade drum, ich hätte ein paar so gute Jokes ready gehabt. Aber das würde natürlich nur Sinn machen, wenn entweder jeder, der auf dieses Video geklickt hat, den Anime bereits geguckt hat, oder ich muss so viel Kontext dazu geben, dass es sich schon gar nicht mehr lohnt, ihn zu gucken. Deshalb drücke ich mich bei so storylastigen Animes immer nur sehr vage aus. Die Fakten sind wie folgt. Die Welt ist kurz davor unterzugehen durch ein Event, bei dem irgendwie Kamm durch die Luft fliegt. Es gibt viel Blutvergießen, haufenweise verstörende Szenen, eine gute Menge an Verrat und Plottwists und natürlich ein Ende, das auf eine Fortsetzung deutet und huch, ist ja schon 3 Jahre her. Die ganzen Anime-Experten da draußen haben natürlich wieder sämtliche Möglichkeiten gefunden, den Anime auseinanderzunehmen und ihn auf jede erdenkliche Weise als Garbage darzustellen. Okay, ein paar der Argumente sind valid, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Anime in einem Stück durchgeguckt habe, also mit Folgen, die länger als 5 Minuten gehen. Damit sollte eigentlich alles gesagt sein, ich fand das ziemlich gut. Wenn dasselbe doch nur auch für den hier gelten würde. Problemkinder aus einer anderen Welt. Den habe ich auch gebinged, nicht weil er so gut war, sondern weil ich nichts Besseres zu tun hatte. Da sind diese 3 Leute mit Spezialfähigkeiten, die in eine andere Welt beschworen wurden, um einem Bunny Girl dabei zu helfen, ihrem Clan wieder Ruhm und Ehre zu verschaffen. Die veranstalten in dieser Welt nämlich so Kampfduelle / Minigames. Ich würde es gern besser erklären, aber ich verstehe ehrlich gesagt selbst nicht so wirklich, was das soll. Das ist zwar auch meine eigene Schuld, aber ich kann diesen Dialogen einfach nicht folgen, egal wie oft ich zurückspule. Ich finde weder die Charaktere noch was auch immer da in der Story passiert, interessant genug, um richtig aufzupassen. In Zukunft werde ich so Animes einfach nicht mehr diskutieren, weil scheinbar ist er ganz gut, aber ich verstehe ihn einfach nicht. In den späteren Folgen kommen zum Beispiel noch mehr Charaktere hinzu, die irgendwie symbolisch für Ereignisse in einem Märchen stehen. Und die Pest? Das ist einfach zu weird. Mein persönliches Enjoyment war so irgendwo hier bei 4, vielleicht sogar tiefer. Ich kann absolut nicht nachvollziehen, wieso den alle so gut fanden. Ich hab doch gesagt, heute wird spicy. Die Charaktere haben interessante Superpowers. Oh ja, kann Feste zuhauen, kann mit Tieren reden, kann anderen sagen, was sie machen sollen, manchmal. Wirklich sehr interessante und einfallsreiche Kräfte, ja ja. Und alle creamen sich ein, weil der Main-Dude so ein totaler Badass ist. Bro, der Typ ist edgy AF und einfach nur lächerlich overpowered. Seit wann ist das was Gutes? Egal, ich guck wohl demnächst erstmal keine Action-Fantasies mehr. Außer Bofuri natürlich, den hatte ich schon viel zu lange auf der Warteliste. Der Name sagt eigentlich schon alles, was man wissen muss. Kaede alias Maple fängt ein neues VR MMO an und stopft all ihre aktuellen und zukünftigen Skillpunkte in Vitality, was sich als ziemlich broken herausstellt. Die ersten paar Folgen fühlen sich an wie ein Spiffing Brit Video. New World Online ist ein wundervolles Spiel und es ist perfectly balanced. Mir ist schon bewusst, dass ich mir gerade so ein bisschen selber widerspreche. Eben beschwere ich mich, wie langweilig overpowerte Charaktere sind, aber gleichzeitig feiere ich Maple, Rimuru, den Accelerator, den Typ aus Charlotte. Ich denke, der Unterschied ist einfach, dass sich diese Charaktere ihre Fähigkeiten sozusagen erarbeitet haben und sie auch trotz ihrer Stärke nicht unbedingt
besiegbar sind. Er hier kommt einfach an als ganz gewöhnlicher Mensch und ist krass drauf, ohne dass jemals erklärt wird, warum eigentlich. Und niemand kann ihm was anhaben. So, das wollte ich noch mal geklärt haben. Hoffentlich hat das irgendwie Sinn gemacht. Zurück zu Bofuri. Es ist ein sehr bunter und fröhlicher Anime. Schon fast ein bisschen zu fröhlich eigentlich. Dass da alle so gut drauf und super nett zueinander sind und es so gut wie kein Drama gibt, sieht man nicht gerade oft. Das ist wirklich wholesome Content. Ich finde es auch cool, dass es in dem Anime kein direktes Ziel gibt. Sowas wie das klassische Besiege den Dämonenkönig-Gedöns, sondern es quasi einfach nur ein Playthrough ist. Je mehr ich von diesen Fantasy-RPG-VR-Game-Animes gucke, desto trauriger bin ich, dass es sowas in die Richtung nicht in echt gibt. Also, wir haben zwar New World, aber das ist halt nicht New World Online. Ich hätte gerne irgend so ein unnötig komplexes RPG ohne Main-Quest, dafür mit 1000 verschiedenen Skills, die sich wie hier durch Aktivitäten freischalten und die man separat leveln kann. Oh, das wäre so sick! Also, Bofuri hat eine Menge Spaß gemacht. Die erste Hälfte, wo es noch mehr so ums Leveln und Worldbuilding ging, fand ich viel interessanter als dieses Elite-PvP-Gameplay am Ende. Deshalb bezweifle ich, dass mir die zweite Staffel so zusagen wird wie die hier, weil die wird bestimmt sehr combat-lastig, jetzt wo die ganzen krassen Leute vorgestellt wurden. Aber das sehen wir dann. Das kommt jetzt arg random, aber ich habe mir dann noch den Testament of Sister New Devil Film angeguckt, den ich hier noch rumfliegen hatte. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Ich erinnere mich ja nicht mal mehr an die Story der Serie. Er war in Ordnung, I guess, auf 30% Lautstärke. Als ich vorhin meinte, dass ich mich am liebsten auf unbekannte Animes spezialisiere, das war mein voller Ernst. So, lasst mich nun berichten über Softanime. Was ist das eigentlich mit den ganzen Sportanimes in letzter Zeit? Ich hatte schon Angst, dass das tatsächlich relativ Müll ist und meine Meinung dann leider nicht mehr ganz so kontrovers wäre, aber... Nee, wann wird es zu viel? Wie der Name schon sagt, geht es hier um einen Soft-Tennis-Club, was noch interessantes und ein bisschen unerwartet kam, das Mild Nudity-Tag. Es gibt hin und wieder mal Nippel zu sehen. Also, normalerweise wären hier jetzt Nippel zu sehen, aber ich möchte meinen Channel gerne noch ein bisschen behalten, deshalb sind jetzt keine. Ich hoffe, das ist okay so. Das ist irgendwie interessant, weil was man hier zu sehen bekommt, ist nicht so erzwungener Edgy, der passiert eher so nebenbei, auf eine natürliche Weise. Wenn die jetzt in der Umkleide oder am Strand sind, dann sieht man da halt manchmal was und da quietscht auch niemand rum deshalb. Okay, genug davon. Eigentlich geht es hier ja um Tennis. So als richtiger Sportanime wie die anderen beiden vorhin ist der hier, glaube ich, nicht so gut geeignet. Dafür ist er einfach ein kleines bisschen zu random. Aber es ist ein Full-Size-Anime mit richtig tollen Charakteren und einer Story, die gerade zum Ende hin ganz interessant wird. Es hört sich eigentlich nicht an wie eine 7. Ich mochte das schon sehr. Ja, verdammt. So, ich denke, das reicht dann auch erstmal für heute. Meine Begeisterung für Magical Girls Hide ist jetzt mit einer meiner unpopularsten Opinions, nach oben zumindest. Manchmal sind meine Ratings ein wenig impulsiv, also nicht wundern, wenn ich in ein paar Wochen merke, dass es eigentlich doch gar nicht so gut war und da dann nur noch eine 8 steht. Sowas kommt halt auch mal vor. Beim nächsten Mal gibt's wahrscheinlich wieder das Season Recap, außer ich habe wieder total Langeweile und krieg bis dahin noch eine Episode fertig. Wie immer, danke fürs Angucken und Mitweeben und bye bye.